ganz vergessen. Ich bin mal wieder so weit mir selber voraus. Perfekt. Was? Du sollst einfach nur... Bist du denn... Dankeschön, ich wollte gerade sagen, du wirst ja wohl da eine Strecke hinmachen können. So, und dann kriegt ihr hier... Ne, warte, ihr kriegt das... Das ist Blue. Double D, Double Die. Damit ihr da mal Ruhe gebt. Machen wir hier mal ein bisschen mehr für euch zum Arbeiten. Ein bisschen zum Arbeiten draus. Und hier könnt ihr von mir aus wohnen, wenn ihr wollt. Jetzt, wo wir den da vergrault haben. Aber das hier lasse ich mir erstmal noch offen. So, jetzt muss aber erstmal wieder ein bisschen Geld rein. Na, was heißt hier ein bisschen... Doch, fahren wir mal, ne? Wir fahren mal eine Nummer sicher. Wir müssen ja auch mal gucken, ne? Dass nachher die, die hier sich denken, boah, geil, hier will ich ja auch bleiben, ne? Und aktuell, Strom ist ja immer noch unser größter Erzfeind. Das und dumme Menschen. Mann, wir können ja mal gucken, was fehlt uns denn noch so? Wir konnten doch irgendwie... Eine Hochschule? Nee, wait, what? Ein Friedhof haben wir. Wir brauchen nicht noch mehr Leichen. Mit sicheren Türen. Ja, du kannst gern zu den Bullen gehen von mir. Also es ist mir relativ scheißegal, was du bei denen machst. Habe ich eine Oberschule? I can't remember. Ich meine, wow. Der tapfere Dude. Die Hunterstraße. Ja, okay, die muss ich nicht umbenennen. Das ist cool so. Damit das auch nicht übersehen wird. Ich wollte gerade sagen, what the fuck. Das ist jetzt die hier gibt's Busse-Straße. Davis-Straße. Das ist die sehr, sehr runde Straße. Und hier ist die Cookstraße. Das ist die Cockstraße. Get it right. Da. Cockstraße. Was bist du hier? Ach ja, die Hunterstraße bleibt, weil... Ja, das ist awesome. Eine Hunterstraße. Ach, das ist auch noch die hier gibt's Bussestraße. Okay. So, ihr habt Bedürfnis nach Einkaufszentren und all den Jatz. Na, dann baut doch mal hier. Ihr habt genug Platz für den Jatz. Was? Kraftwerk, die neue Stromzelle. Kann man das irgendwie mal... Ja, Phantom Tweet, guten Tag. Ich bin aber König, vergiss das nicht. Kann man das nicht irgendwie ausschalten, ey, ohne Scheiß? Jedes Mal dieselben Tweets. Das ist wie. Das ist, als würdest du Big Ben auf Twitter folgen. Es ist alle Viertelstunde dasselbe. Ich muss auch mal irgendwann anfangen, na, wegen Strom. Hier, warte mal. Ich meine, wir haben jetzt ein Kohlekraftwerk, wir haben Windturbinen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die funktionieren sollen. Fortschrittliche Windturbine. Dann ist ja geil, eine Radspanne, fortschrittliche Windturbine, oh, was soll man wie bauen? Wie viel Strom erzeugt wird, hängt vom Wasserstärke. Ja, aber wie weit geht denn das? Ich meine, okay, wir haben Wasser hier. Ich meine, ich könnte... Okay, wir haben hier Wasser. Aber wenn wir jetzt mal ganz doof gedacht werden, wir kaufen einfach mal das hier. Ich meine, wie teuer kostet das? 2500. Das ist an sich... An sich sind das Peanuts. Aber warum soll ich mir aktuell ein neues Gebiet kaufen, wenn ich noch nicht mal das erste nicht mal halb gefüllt habe? You know? Das ist ja... Das wäre ja absolut retarded. Das wäre ja absolut retardo. Von dem her, hier könnte man ja super mit diesem Wasserkraft arbeiten. Also Wasserprobleme werden die auch nicht haben. Wasserturm. Gebieten eine Wasserquelle zur Verfügung. Kann Wasserpumpen gebaut werden? Ah. Mit Wasserpumpen könnte ich auch... Ja, okay, das würde auf jeden Fall dieses kranke Rohrsystem hier abschaffen, was ich hier angefangen habe. Können wir eine Straße bitte die IKK nennen? Was?
Nee. In der IKK-Straße. Ach du Scheiße. Das kriegen wir vielleicht sogar hin. Aber ein Wasserturm, ja, müssen wir mal... Ich klicke mich hier gerade nur noch mal durch, damit ich Bescheid weiß, was es alles gibt. Damit wir so in etwa wissen, wie das noch mal alles funktioniert. Weil ich will ja nicht... Ach so, warte mal, was ist denn das? Wait, what? Hm? Ach, sind ja... Steuern sind zu hoch. Ja, heul mal weiter. Das ist jetzt nicht mehr... Das ist nicht mein Problem. Weißt du, 99% der Leute hier fühlen sich okay mit den Steuern. Aber du, kleine besondere, ne, Schneeflocke, du denkst dir, nee, das ist mir hier zu teuer. Tja, dann wirst du wohl umziehen müssen. Ich meine, ich habe hier die Macht des Bulldozers. Don't fucking mess with me. Ja, okay, ihr habt jetzt kein Wasser und kein Strom. Ja, das haben wir schon fast gedacht, dass das wieder zu einem Problem wird. Jetzt können wir ja mal ganz in Ruhe gucken. Ja, eben. Ganz ehrlich, ihr muckt hier rum von wegen... Ja gut, Wasser ist das geringste Problem. Das können wir... Das haben wir hier auf Lockdown. See? Easy. Das haben wir auf Lockdown. Und von hier... Nee, warte, das ist blöd. Yeah. Bingo. Gleich schon mal absetzen. So, jetzt was machen wir natürlich bei euch mit Strom, ne? Was sollen wir mit euch tun? Wasser habt ihr. Heul nicht rum, du hast Wasser. Shut the fuck up. Du bist mitten im Wasser. Dankeschön. Aber dass ihr keinen Strom habt, könnte ich sogar tatsächlich verstehen. Wobei ihr im Stromnetz seid eigentlich. Ihr seid eigentlich am Stromnetz dran. Irgendwann baue ich auch mal ein Kohlekraftwerk. Nur ich habe immer noch, wie gesagt, das sind Sachen, wo ich noch nicht weiß, wie sie funktionieren. Oh doch, das Spiel, also... Das Spiel kann ich wirklich empfehlen. So ist es jetzt nicht. Weil, es ist schon echt süchtig machend, leider. Was mache ich denn jetzt mit euch? Klotze ich einfach so ein Ding einfach hin und call it a day? Ich meine, die anderen sind davor... Ja, komm. Deal with it. Hier über grüne Energie. Oh, wenn ihr wüsstet, sobald ich ne, mit meinem Kohlekraftwerk ankomme, ne? Oh, das wird euch stinken, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird euch nämlich nicht gefallen. Okay, eure Bedürfnisse sind soweit gedeckt. Ich könnte hier, warte mal, könnte ich hier einen Park hinbauen, so einen kleinen? Halt mal die Zone an, warte mal. Großer Spielplatz, ist das ein Park mit Bo... Ich sollte aufhören, den Kram so überdimensional zu bauen. Muss eine Straße platziert werden. Kann ich es nicht erstmal und dann mit einer Straße? Muss das immer so sein? Aber ich habe bis hierhin Platz locker. Ergo, wenn ich da... Okay, wait, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Schoschmann hat eine Idee. Wir machen eine ganz dünne Straße... So, machen wir Kieswege. Damit ihr aufhört, mir auf den Piss zu gehen mit eurem Scheiß. So bis in etwa... Hier. Und dann... Nee, ich will dich nicht wegbulldozern, keine Angst. Chill deine Zone. Ich mach das nur... Erstmal, weil das gar nicht mal so unswaggy aussieht. Ah, nee. Park mit Bo... Fuck, das passt nicht. Das hier, das passt aber. Was war das nochmal jetzt? Ein kleiner Park. Macht die Leute glücklich. Ein bisschen Greenpeace für alle, nicht? Oh ja, das findet ihr wieder geil, ne? Ja, der hat mir schon fast... Außer du. Dir ist es immer noch zu teuer. Ich sag's dir, du solltest deine Meinung überdenken. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, ne? Also, ne, ich bin ja ein gütiger Mensch. Ich bin ja von Herzensgüt. Ne, ich bin ja Gütfried. Aber wenn du dir nicht deine Privilegien mal, ne? Sag ich dir, kommt der Bulldozer. People wie dich kann ich hier nicht leiden tun. Ja, aber hier scheint alles soweit zu funktionieren. Hier haben wir noch einen kleinen schönen Park. Hört ihr auch diese Arschposaunen im Hintergrund? Dieses Kraftwerk, neuen Stromzähler.
Meine Güte, wie oft wollt ihr das noch twittern? It's like Big Ben. You tweet the same shit every 15 minutes. So. Ach ja, so langsam aber sicher. Ne? Ist doch echt schön. Geld ist auch da, ist auch gut bei. Ne? Mensch. So, warte. Können wir noch mal ein paar Straßen bauen? Solange die Bilbos hier noch nicht eingezogen sind. Perfekt. Ja, das findet ihr nicht so toll, ne? Aber wenn ich euch mal was erzählen darf, es ist mir scheißegal. I don't fucking care. Effizienz. Fuck you. Ja, ich hörte die ganze Zeit so eine Arschtube im Hintergrund. Ich weiß nicht wieso. So, hier kommt ans Kraftwerk. Machen wir so. Weißt du was, nehmen wir mal hier komplettes Gewerbe, so ein kleines Gewerbegebiet raus. Ach, hier kann ich auch, guck mal, wenn schon. Na, wenn schon, denn schon. Klatschband. Was ist denn das? Die Riedstraße. Die Riedstraße, was? Wer denkt sich denn so ein Jatz aus? Sowas kommt mir nicht in die Schublade. Wir haben die, da unten die Hunterstraße. Wie wär's, wenn das jetzt... Das ist jetzt die Wesker-Straße. Man muss es ja auch mal zum... Die führt zum Wesker-Park. Das ist der Spencer-Park. Deal with it. Das ist so die Resident Evil-Ecke hier unten. Die Residenz Evil. Versteht ihr? Okay, gut. Die hier gibt's Bussestraße, zieht sich auch über was weiß ich wie viel. Ihr habt kein Wasser? Hier ist die Miete zu. Ich würde mir das mal ganz strikt über. Ihr könnt euch ja zusammentun. Ne? Ihr seid allerdings wirklich, ne? Steuern sind so hoch, dann zieh ich aus. Wieso habt ihr kein Wasser? Ihr seid ans Wassernetz angeschlossen. Ihr hier oben auch. Oh, die verfügbare Wasser. Oh. Ja, weil ich das ja immer weiter wegziehe. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Gut, warte mal. Machen wir mal... Nee, ich will entfernen. Bulldozern. Machen wir mal bis dahin. This way. Das sollte jetzt wieder einiges ein bisschen regeln. Ein bisschen zumindest. Ja, okay. Also, nee, oder auch nicht. Okay. Dann lass mich mal gucken. Ihr hier, ne? Chillt mal euren Wasserverbrauch. Es seid irgendwie nur ihr. I mean, for fuck's sake. Das ist die... Hier ist okay. Ja, gut. Ja, schau mal, einer guckt. Kaum fangt ihr an, Wasser zu sparen. Schau, kaum ist, ne? Schon... Ja, gut. Ihr seid natürlich... Es gibt immer Ausnahmen. Ja, ich brauche mehr Pumpen. Sehe ich auch. Das Wasser, es ist verfügbar, aber ich müsste das Netz dann einmal komplett neu umstrukturieren. Ich müsste quasi eine Pumpe und einen Abwasserlauf quasi für einen Teil machen. Oder? At Banhammer Bank, we want you to trust us with your money. Because it's with your money that we can make you more money. What? How? It's not funny business. It's money business. What? You give your money to us and it will grow with interest. That's the plan at least. Maybe that's too complicated for you. Imagine planting a money tree in the ground and watering it. Hold on. Imagine if you had a money pet and you fed it more money and after digesting it would... Okay.
You want to go money fishing, so what you use a little money to catch a big money. You know, just come in and talk to us. We have even more metaphors that allow us to avoid saying what we really do with your money. Banhammer Bank. Feed the money monster. What? Earthlings. Penna Masculine again, bringing you your favorite interplanetary tunes. I must report, although I do not miss the requirement of deodorant, the Martian average temperature of minus 100 degrees Celsius does make one miss the warm beaches of Earth. Let's warm up with this next song. What the fuck? Okay, Wasser... Ui. Wassererklärung? Was ist denn Wassererklärung? Abwasserproduktion. Ach so. Piss off. Nee, mach mal... Fokus? Nee. An, aus? Ich will dich verschieben. How do I do that again? Ich will es ja nicht abreißen. Oh. Oh. Ja, Mensch. Das... Scheiße, das kann doch dauern. Was ist denn jetzt euer Problem hier? Was? Abwasserstau. Ja, gut. Da ist also irgendwas mit den Rohren nicht kaputt. Warte mal. Ah. Abwasserstau. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, ich baller zu sehr meine Rohre. Was ist jetzt euer Problem? Nicht genügend Arbeiter. Ihr seid Einzelhändler. Get fucking with it. Na, schau mal, da guckt. Das hat sich ja... BBT91, danke dir fürs Followen. Nicht genügend Arbeiter. Gut, brauchen wir wahrscheinlich nochmal eine Schule, nicht? Ich meine... Hier, Bildung. Ich meine, das einzige Bildungscenter ist... Ja, warte mal, das ist... Ist hier oben und da. Ja, wisst ihr was? Komm, wir machen hier unten jetzt nochmal... Einmal eine... Normale Schule. Und daneben... Eine Megaschule. Passt doch. Nee, ich glaube, Klärwerke kann ich noch nicht bauen. Also, wenn es das hier ist, Aufbereitungsanlage, das ist noch weit hin. Bevölkerung von 16.000, das ist, ui. Ihr beiden Schneeflocken, geht mir echt langsam auf den Keks hier. Ja, ihr habt nicht, was ist denn mit euch? Kriminalitätsrate zu hoch. Ja, ich glaube, ich habe hier Nani? Keine wirklichen Cops. Danke für den Bit. Aber das können wir ändern. Wir können hier... Weißt du, du gehst sowieso bankrott hier. Fuck right off. Dann lösen wir das Problem mit der Kriminalität. Und ich sage euch, ihr, ne? Jetzt wollt ihr wieder mehr Leute hier haben. Ja, Mensch. Ja, stimmt. Die einzige Polizeistation ist hier. Also wenn ich die hier habe, ist geil mal so doof. Die kümmert sich ein bisschen um das Industriegebiet. Dann kann ich ja... Oh, nicht genügend Geld. Ja, ich sollte mal wieder ein bisschen auf die Spardose treten. Und kleine Heulsusen wie euch hier. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Bilbos. Kann ich das irgendwie... Fucking Bilbos. Ja, die beschweren sich nicht. Können wir vielleicht da ein bisschen anschrauben. Gucken wir mal. So, seid ihr jetzt zufrieden?
schön. Spost. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Was ist euer Problem hier? Kranke Bürger. Warte mal, wie viel habe ich nicht hier? Warte mal. Oh. Ja gut, ich habe ein Pokémon Center. Okay, warte mal. Wie teuer ist das? 10.000. Das ist all mein Geld, was ich gerade habe. 8.000. Ja, das muss leider warten. Ja, kranke Bürger. Ja, das muss leider warten. Sorry, mein Dude, aber das muss leider warten. Ja, könnt ihr mal aufhören, hier jetzt alle krank zu sein? Stellt mal nicht so an. Meine Güte. Ihr habt keine Leute, ihr habt keine Arbeiter. Dafür habe ich ja jetzt schon, ne? Ja, kranker Burger. Erstmal muss Geld wieder reinkommen, bevor wir Geld wieder ausgeben können. Ihr habt jetzt noch eine Schule. Jetzt heult mal nicht rum, weil ihr einmal kurzen Husten habt. Also mal ohne Scheiß. Stellt euch mal nicht an wie die letzte Pussy. Hey, Salin. So, wie steht's denn mal so? Dass ihr keine Leute habt, da kann ich leider auch nichts tun. Versandhandel, Baby. Fuck right off. Habe ich irgendwie das Spiel mit dem Internet connected und seitdem geht's mir auf den Keks oder was ist hier los? Nicht gebildete. Ey, ihr müsst auch mal aufhören, Leute mit Abi in einem fucking Edeka arbeiten lassen zu wollen. Das funktioniert nicht. Vor allem, ich sehe jetzt erst, wir haben... Alter, hier. Sehr hohe Nachfrage. Ja, was machen wir denn da jetzt mal? Shit. Ich habe das hier noch als Gebiet frei. Ich könnte da noch ein paar Leute einziehen lassen. Die Nachfrage ist schließlich da. Gut, warte. Wir machen das wie folgt. Wir bulldozern dich weg. That's what you get. Ja, chill mal. Kleiner Kreis. Achso, shit. Hier einen kleinen Kreisverkehr. Dann haben wir nämlich wieder auch einen Weg aus der Stadt raus. Kostet aber auch 7 K. Okay, fuck it. Moment, wir brauchen jetzt. Dann brauchen wir das erstmal nicht. Gut. Madison Straße, ja, schön und gut. Ist das noch am Wassernetz? Das ist noch am Wassernetz. Wir können also... Nee, komm. Chill mal ganz krass. Ja, mal so. Dann können wir da immer noch. Aber das ist jetzt... So langsam geht es ja echt nah an das hier. Was allerdings nicht schlimm ist, weil... Noch nie. Okay, Chef hat angerufen. Bin aktuell auf Bereitschaft, weil voraussichtlich zu wenig los ist. Ach du Scheiße. Daher Kuchen für alle, B-Day. Yo, nice. Und vielen Dank für die Bits auf jeden Fall. Ja gut, wir müssen also erstmal... So, ihr werdet schon nicht krepieren, wenn ihr jetzt mal für ein paar Minuten lang keine Wohnung kriegt. Das wird euch schon nicht umbringen. Stellt euch mal nicht so an. Hier, guck mal, da könnt ihr noch wohnen. Leute können neben der Schule wohnen. Ihr könnt auch auf der Straße wohnen, for all I care. Das kann ich ja auch... Ich wollte gerade sagen, das kann ich ja auch zusetzen. Vor allem, wenn man nicht genügend gebildete Mitarbeiter... Es ist immer wieder so eine Ansichtssache. Jetzt müssen wir erstmal wieder an Geld kommen. Also chillt mal eure Zone. Müssen wir nämlich echt langsam gucken. Ich muss dann wahrscheinlich mal gucken, dass ich demnächst hier andere noch ein Wasserwerk... Warte mal, wie teuer ist ein Wasserwerk? Also nochmal so ein... Okay, so eine Pumpstation ist nicht so teuer. Die kostet nur 2.500. Das ist nicht das Problem. Aber ich könnte eine zweite Abflussstelle dann an dasselbe anschließen. Wenn ich das hier nämlich hier absauge, es läuft ja dahin weg. Ergo, wenn ich hier noch eine zweite hinstelle,
ist das ja kein Problem. Weil wir können nicht mehr, wir können einfach nicht mehr. Was? Ich bin mit den Steuern runtergegangen, you fucking twat. Achso, das ist das Industriegebiet. Oh ja gut, bei euch bin ich hochgegangen, aber das muss ja keiner wissen, nicht? Ja gut, ja gut, ja gut. Hinjaku, Hinjaku. Ja gut, bei so vielen Leuten da. Kranke Bürger, ja gut, ihr braucht halt ein... Ihr braucht halt mal Leute, nicht? Ja, kranke Bürger. Gut, wir müssen also tatsächlich was gegen die Krankheitsrate machen. Wir müssen tatsächlich was gegen die Krankheitsrate machen. Wo sind denn jetzt gerade so viele? Da? Und hier sind... Ne, hier sind alle wieder okay. Hier sind die... Ihr habt hier ein Krankenhaus, nicht wahr? Hier ist ein Pokémon-Center. Geht da gefälligst hin. Wieso kostet das Pokémon-Center so fucking viel? 10.000 dafür. Uiuiui. Zeig mal, wo ist... Wir können ja mal ein Edeka abreißen dafür. Den hier zum Beispiel. So. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wenn wir denn nämlich noch eins hier hin machen, ist hier auch schon direkt abgedenkt. Aber da bin ich auch pleite, also tue ich das nicht. Also hustet weniger and shut the fuck up. So, jetzt habt ihr ein Krankenhaus hier, noch eins. Geht gefälligst zum Arzt. Ihr fucking Weichkekse. Zur Not, der Friedhof ist ja auch... Hi. Hallo. Hi, WW. Ja, guck mal, hier ist ein Friedhof. Also, meine Güte. Wenn du jetzt krank wirst hier, da... Na, bist du nicht so. Musst du nur die Straße hoch und das ist gut. Na, was macht der Fischmarkt? Der Fischmarkt, der wächst und gedeiht. So, warte mal. Welches Gebäude ist hier tot? Ja, ihr wollt schon wieder... Oh. Someone died. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Ja, super. Das ist ja wunderbar. Abwasserstaub. Weniger Husten. Tja, ne? Bulldozer. Gut. Ins Industriegebiet ein Friedhof, ey. Hm, was machen wir denn da jetzt mal? Wie teuer ist ein Friedhof? 8.000. Meine Güte, ihr habt aber auch, ne, ihr habt aber auch Wünsche. Fein. That's how it goes. Fein. Hier. Bringt eure Toten. Ein Friedhof. Ich wohne jetzt neben dem Friedhof. Geil! Sag mal, Leute. Ich würde durchdrehen, wenn ich auf einmal neben einem Friedhof leben würde. Würde mich wahnsinnig machen, ey. Und wie war dein Tag so? Ach ja, ganz gut. War recht entspannt heute. Klingt doch nach einer richtigen Chillzone. Yes, alles so chill wie Spucci. So. Bring me money, bring me fame. Wenn ihr jetzt hier einzieht, dann habt ihr ein Problem. Oh, Alter. Der war echt, Alter. Was ist denn jetzt hier eure Sorge? Warte mal. Abwasserstau, warte mal. Da können wir doch Budget für Wasser ein bisschen hochsetzen. Wasser. Nani? Neben einem Friedhof wohnen ist doch geil. Ruhigere Nachbarn gibt es nicht. Ruhigere Nachbarn gibt. Danke für die 50 Bits, Bitchelli. So, dann haben wir jetzt ja auch hier wieder gut Platz. Ich muss jetzt mal langsam wirklich. Gedanken über zweites Abflusssystem machen. Was jetzt wahrscheinlich nebenher läuft. 8.000. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab, dass wieder ein bisschen Geld in der Kasse ist. Ich muss mal gucken, bis wohin kann ich da... Bis wohin habt ihr Wasser? Da. Das heißt, ich könnte... Hier Wohnbereich, hier Wohnbereich...
aber hier nicht so weit. So bis in etwa hier. Habe ich recht? Kann ich nicht genauso... Ja, dort dürfte in etwa hinhauen. So, ihr seid, habt immer noch keine gebildeten Leute, obwohl hier mittlerweile Schulen bis zum Erbrechen sind. Also ihr stellt euch aber auch mal an. Benehmt euch hier wie bei Edeka an der Kasse. Aber gut, wir machen, es funktioniert ja langsam. Das Geld fließt und Wasser fließt hier auch bald wieder Neues. Oh geil, was Neues für einen Bulldozer. Da habe ich das Falsche gebulldozert. Sorry. Da ist der Bulldozer mit mir durchgegangen. So, dann wollen wir mal gucken. Hm? Oh, euer Haus brennt. Komm da. Ja, da ist er schon. Was für ein herrlicher Tag für einen Spaziergang, wenn das Haus brennt. Wenn alles einfach nur komplett lit ist und dann so... My house is on fire. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man reinkommt und das erste ist, mein Haus brennt. Nicht nicht mein Haus, ja. Was hast du angestellt? Ich habe überhaupt nichts angestellt. Er ist Bürgermeister. Er ist Bürgermeister, lass mich, ja. Stehst du wieder mit dem Benzinkanister neben der Axel Springer Gedächtniskapelle? Könnte man sagen. Vielleicht grillfest. Wieso kriege ich jetzt die ganze Zeit solche merkwürdige Werbung in diesem Spiel? Merkwürdige Werbung? Ja, irgendwelche Werbung. Ich habe beim letzten Mal spielen nicht einmal Werbung bekommen. Oh mein Gott, so viele Straßen kann ich jetzt bauen. Oh Gott. Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Sports. Warum kriege ich in diesem Spiel jetzt Werbung? Du bist eine große Stadt, du bist relevant. Ja, aber ich will keine Werbung, das klingt scheiße. Trockengarten, Polizeihauptquartier, Feuerwehrhaus, Ölkraftwerk. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, ich habe hier gerade kein Öl, deswegen... Nice. Du müsstest über die Ressourcenkarte nachgucken und dann jeweilig abstecken vom Gewerbegebiet. Oh, scheiße. Steel Frame Sports. That's who. Check out our ad in the Weekly Nickel. fuck, warte mal. This is Mars official. Das hört sich an wie Morgan Freeman. One of all the letters we received today comes from Alles klingt wie Morgan Freeman. Astrophysics Professor Aldous Lincoln. Dear Pelle. Morgan Freeman. Wie mache ich denn das jetzt? It must be fascinating. Oh mein Gott, you will Dr. Freeman. Inspire your listeners to examine thrilling realms across space, time and matter. Ja, ihr habt Strom, ja gut, das war mir klar. Ändern wir mal, indem wir den hier machen. Take care, my friend. Love always. Dear Professor Lincoln. Okay, Sekunde. Option. Umgebung, Lautstärke. Ich will nicht die Musik wegstellen, ich will fucking diese Nachrichtensprecher wegballern. Das geht mir gerade auf den Sack. Kann man denn das machen? Einige können nicht gestreamt werden. Wirklich. Ich wäre schon froh, wenn diese... Wenn so ein Möchtegern-Radio nicht abgespielt wird. Danke. So, unser Wasserproblem. How we do it. Ich könnte das hier dran anschließen. Aber das wäre ja... Wie nennt man das? Retarded. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. Und dann machen wir
Süß. Und von da aus können wir das dann... Warte mal. Ich habe noch eine Idee. Mal noch ein zwei. Wir verpesten noch ein bisschen mehr. Because fuck the fuck Umwelt. Und verbinden das hiermit. Haha! Das wird nicht funktionieren, oder? Und wovon, was du vorhast? Ich kenne mich. Meistens funktioniert das, was ich vorhab, nicht. Was ist jetzt euer... Was ist eure Sorge? Ach, Abwasserstau. Ja, da sorge ich ja gerade für. Da sorge ich ja gerade für, dass unser Schiff schöner wird. Oh, Zeit für einen Bulldozer. Unser Schiff soll schöner werden. Meine Güte, aber ich habe aktuell ein ganz nettes Income eigentlich. Also von daher... So, jetzt muss ich noch... Dann fängt er an, die großen Sachen zu bauen. Plötzlich 10.000 Minus. Nee, ich muss nur gucken, dass ich jetzt halt das mit dem Wasser richtig mache hier. Ja, beziehungsweise du musst halt einfach das richtige Tempo finden zwischen das bauen, was die Leute brauchen dass das Geld nachkommt. Warte mal, wenn ich das hier jetzt noch so weit ziehe, kann ich, wenn es zu Wasserproblemen kommt, immer noch das Dings immer ein bisschen hochschrauben. Da muss ich die nicht so weit nach oben ziehen. Ich meine, wie viel kostet mich da jetzt eine Rohrstraße? 1,15. Ja, das geht ja noch. Aber soweit, ich glaube, so zufrieden war meine Stadt schon lange nicht mehr. Sie sind alle ein bisschen dämlich, so wie es aussieht. Weil offenbar ständig irgendwie gebildete Mitarbeiter fehlen. Aber... Vor allem, ich habe hier ein Industriegebiet und offenbar reicht denen das komplett aus. Aber es gibt keine Katzen in Amerika und der Käse wächst an den Bäumen. Was ist, wenn ich das... Was bringen jetzt genau diese zweispurige Straße mit Bäumen? Außer schön aussehen. Verringern Lärmbelästigung. Also eigentlich ist es klar, doppelseitig ist ja klar, dass sie ihn halt auf beiden Seiten fahren können. Und diese Bäume sind eigentlich wirklich nur, dass das Ganze schöner aussieht und sich die Leute wohler fühlen. Ich sehe gerade, das ist hier für Lärm. Das ist Lärmblockade. Ja, also Bäume, die du auch so setzen kannst, als Umgebungszeug schluckt Lärm. Zweispurige Einbahnstraße. Also das, was die Leute gerne mal ignorieren. Okay, dann können wir hier wieder Wohngebiete draus machen, dann ist das wieder alles clean. Bis auf... Sekunde. Ich will das negieren. Ah, there we go. Bis auf... Kosten die so viel mehr, die Straßen? I don't think so. Die sehen auch schön aus. Kann ich nämlich direkt den hier machen. Yeah, let's go. Also aktuell wollen die hier nur alle einziehen, habe ich langsam das Gefühl. Das ist denen scheißegal, dass hier nichts los ist. Aber meine Güte, wenn das euer Wunsch ist. So, die Straße wird direkt wieder... der Typ, der da einzieht, wird direkt wieder gebulldozert. Fucking get with it. Allein wird gebulldozert. Ja, der ist genau da eingezogen, obwohl ich noch nicht fertig war hiermit. Ich weiß, ich hätte natürlich auch auf Pause stellen können, aber... Does this look like my problem? Stell dir mal vor, du benutzt dein gesamtes Erspartes, um dir da so ein Haus zu kaufen. Und plötzlich kommt da einfach so ein Bulldozer, da kurz nachdem du es fertiggestellt hast. Wir haben aber keinen Bock mehr, wartet direkt mit dem Bulldozer drauf. Wollen Sie hier einziehen, Ratsch? Oh, wie schade. Wumm! Herr Tierlieb. Das kann ich Sie nicht tun lassen, Herr Tierlieb. Oh nein. Oh Mann. Nicht wieder Herr Ohne Tierlieb Scheiß, und die Liga der Schatten. Die Vorstellung ist göttlich einfach. So, warte mal, seid ihr alle am Wasser? Ja, sogar fast. Nice Sache.
Strom habt ihr auch gerade? Ich brauche noch aktuell noch nicht mal irgendein Kraftwerk. Ich meine, Ölkraftwerk. Alter, 50.000! Boah! Warte mal, wo kann ich nochmal gucken, ob ich Erdöl hab? Über die Ressourcenanzeigen. Ich weiß aber gerade auch nicht, auf welchem Reiter der war. Ressourcen. Bist du Ressourcen? Nee, du bist Landschaftsbau. Ach du Scheiße, das geht ja auch noch. Gelände ändern. Aha. Kiesweg. Ach, ich kann auch so Bäume setzen, sehe ich jetzt. Ja, das... Das habe ich die ganze Zeit noch nicht gefunden. Dass ich das machen kann. Also das Praktischste, was man machen kann, ist, dass so ein Arsch voll Bäume rund um irgendwelche Windkrafträder klatschen. Da freuen die sich. Ja, ich merke schon. Auch bei Zuglinien oder Flughäfen. Kosten auch nicht viel. Das sind Bäume. Was denn mit den Wasserwerken? Was beschwerst du dich? Beschwer dich nicht, sonst kommt der Bulldozer. Ja gut, hier ist jetzt natürlich auf der Ecke keine Müllhalde. Keine Mülldeponie. Ich müsste vielleicht mal... Achso, ihr habt kein Wasser. Ja gut, Sekunde. Dann fahren wir schon mal damit an hier. Das ziehen wir denn so nach und nach, je nachdem wie wir die Straßen brauchen, dann hoch. Das hat jetzt auch unser Wasserproblem um einiges gelöst. Strom ist auch gerade gut vorhanden. Das passt doch. Habt ihr hier keinen? Ja, aktuell ist einfach... keinerlei Bedarf an Industriegebiet. Offenbar das, was die jetzt hier haben, genügt den Leuten wohl. Ey, Buchstabensalat. Ich meine, mir soll's recht sein. Muss ich das Industriegebiet nicht weiter ausbauen? Oder die Leute sind einfach alle zu dumm dazu oder zu überklug? Ich meine, was ist jetzt hier genau? Warte mal. Nicht genügend Arbeiter. Heißt das, nicht genügend Leute da sind, oder was? Ja gut, du musst ja auch dafür sorgen, dass sie mit Verkehrsmitteln irgendwie zur Arbeit kommen können. Ich habe eigentlich eine ziemlich gute Buslinie dahin, aber ich kann noch mal eine andere Buslinie starten. Ja gut, alternativ auch Taxis oder halt eine U-Bahn mal. Taxis? Hm? Ich kann Buslinien machen. Ja, Taxis findest du aber auch unter der Rubrik. Habe ich aber noch nicht. Du hast noch keine Taxis? Nee. Taxi nach Paris. Ich bin noch nicht so... So weit bin ich noch nicht. Alter, das sieht ja hier... Scarlett Richardson... Was ist das denn für ein scheiß Name? Alter. Oh, geil. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, das ist was ich gemoddet habe. Wo ist es? Hier. Der Parken Blue Falcon. Hier. Oh Gott. Stimmt, ich habe mir ja einen Blue Falcon hier reingemoddet. Lol. Da. Alter, Emma Price. Exzellenter Geschmack. Schöner Blue Falcon. Ah, hier ist auch noch, der ist hier sogar auf der Straße. Oh, ich finde das so geil. Ich kommt gleich sowas wie, ich finde heraus, wo du wohnst und ich werde dein Haus nicht abreißen. Alter, in dieser Straße fährt fast jeder ein Blue Falcon. Haben die hier ein Autohaus oder was? Okay, Scarlett Richardsons Weg. Das ist ja mal, Alter, das klingt ja mal richtig bescheuert. Wie könnte man die Straße mal nennen? Sir Cray Cray Alley. Sir, wie schreibt man Cray Cray? Cray Cray. Oh, Stromausfall. Atomstromausfall. Die gesamte Stadt hat keinen Strom. Ja, wer hat denn da wieder mit dem Strom gekleckert?
Ich würde mal sagen, holt mal eure Kerzen raus, Leute. Ja. Würde ich mal sagen, die überfällt. Candlelight dennoch. Ich meine, ich habe Strom vom Budget her schon ziemlich hoch, also... Okay, bei Nacht jetzt nicht. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen... Die neuen Stromzähler können wir mal... Schon mal was von erneuerbaren Energien gehört? Und schon funktioniert das wieder. Aber trotzdem, warte mal. Ah ja, ich habe hier auch noch keine Dings. Oh, wie konnte ich mal nochmal... Was ist das hier? Genau, das war ein Stadtviertel. Das ist jetzt... Genau. Forest-Hügel. Kreative Namen, Alter. Das ist jetzt das Blue Falcon Viertel. Fucking get used to it. So, und ihr kümmert euch gefälligst mal um euren Strom- und Wasserverbrauch, ihr fucking Pussys. Ihr habt das auch. Ihr auch. Bürgermeister, wir haben keinen Strom, stell dich nicht so an. Sei mal keine Putti. Ja, Strom ist jetzt gerade immer noch überwiegend weg. Ja, dann ist offenbar, ne? Ich habe Falcon falsch geschrieben, echt jetzt? Dann ist es jetzt das Blue Flacon Viertel. Damit werden die Leute jetzt leben müssen. Flacon! Oh nein, der Flacon! Oh, Flacon! Flacon! Ja, Leute, ihr habt keinen Strom. Oh, nice. Kriegt ihr wieder, kommt wieder, macht ein paar Kerzen an, shut the fuck up. So traurig. Oh Mann. Diese Witze, worüber keiner lacht, weil nur du den Witz kennst. Mein Leben in a nutshell. Dein Kleben. Ohne Kack, das ist wirklich meine Bestimmung. War das mal kurz über Sachen zu lachen, die andere nicht mal wissen. Wissen vielleicht, verstehen ist eine ganz andere Nummer. Es wird ja mal schlimmer. Warum ist jetzt hier auf einmal in der gesamten Stadt Stromausfall? Ach nee, ja, warum ist jetzt der verfügbare Strom wieder so weit? Ach so, wahrscheinlich weil, ja. Schicken wir mal Abhilfe. Wir haben ja gerade ein bisschen Geld über. Das sollte Abhilfe schaffen. Yes. Ja, es löst sich langsam. Ja gut, dann ist das Stadtviertel wahrscheinlich, wird das langsam zu groß gewesen sein. Das Dark Souls Viertel. Gute Idee, warte mal. Perlenhöhen. Sag mal, ihr nennt euren Scheiß aber auch, ne? Dann ist das jetzt hier das Dark Souls Viertel. Ne, das Darth Souls Viertel. Meine Güte, was... Jetzt dreht ihr aber alle durch. Wieso ist denn jetzt Strom überall auf Rot? Meine Güte, wieso? Alle am Fernsehen gucken. Wow. Get your asses off your TV, you fuckheads. Kann ich das? Wenn ja, was bringt es? Und jetzt haben wir das Ding hier, aber... Gebäude verschieben. Hä? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum die alle überhaupt keinen Strom mehr haben. Wo von jetzt auf gleich der gesamte Strom abgeblieben ist. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom diese Stromzähler verbrauchen? Oh, you fucking twat, piss off. Ich habe leider City Skyland selber noch nicht wirklich gespielt. Ich hab Let's Plays davon geguckt, aber
Das Schlimme ist, jetzt haben wir das. Warte mal. Ich setze jetzt mal vorübergehend das Budget noch ein bisschen höher. In der Hoffnung, dass das jetzt hier nicht ausartet. Wie schwer kann es sein, funktionierende Stromnetz? Halt doch die Fresse, du kannst es selber machen, wenn du willst. Ich bin Bürgermeister, ich bin Bürgermeister. Du kannst das Netz nicht mit zu viel Strom versorgen. Ja, hä? Ich meine, ist es jetzt echt das, dass ich hier einfach mehr sagen muss? Hier, hab mehr davon. Fucking deal with it. Siehst du ja immer an dem Output, den du hast, maximal minimal. Ja, nur jetzt ist es ganz normal im grünen Bereich, aber hier sind immer... Ja, jetzt verschwindet es langsam. Ja, je nachdem, läufst du immer noch auf Windkraft? Muss ich ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Kohlekraftwerke funktionieren, richtig. Du klatscht irgendwo ein Kohlekraftwerk hin, es verschmutzt die Umwelt und die karren Kohle an. Nativ hast du irgendwo ein Gebiet, wo du später Kohle als Industrie abstecken kannst, wo sie abbauen. 19.000 ist eine Menge Kohle, da gehen wir erstmal ins Minus mit. Ja, aber wie kriegen die jetzt da... Wie kommt der Strom zu denen hin? Das funktioniert eigentlich nach dem normalen Prinzip. Es muss innerhalb von dem abgedeckten Kreis sein. Das ist halt wie bei den Windkraftwerken. Du stellst es einfach in die Pampa hin und wenn es dann in diesem grünen Schmutter ist. Die Kapazität von Mülltimer Friedhofen ist begrenzt. Ich habe gerade kein Geld. Ich habe mein gesamtes Geld für Strom ausgegeben. Shut the fuck up! Bunkert eure Leichen im Keller for all I care. Alter. Man kann doch nicht... Es gibt ja Stromleitungen, aber ich... I still don't get how they work. Die müssen doch irgendwie funktionieren. Immerhin ist die Stromkrise jetzt behoben. Und ich gehe wieder ins Plus irgendwie. Dass manche Windräder mit dem Stromnetz verbunden sind. Du brauchst eine Stromleitung von Windrädern bei dem... Wie, hä? Ach so! Was war der Satz? Du hast von deinen Windrädern her immer dieses Feld mit dem Wirkungsradius. Alles, ja, was darin ist, wird automatisch an das Stromnetz angeschlossen. Du kannst jetzt irgendwann hingehen und sagen, okay, auf dem einen Hügel da weht der Wind wie blöd, da klatsche ich jetzt 50 Windräder hin. Dann ziehe ich eine Stromleitung bis in die Stadt zu den ersten Häusern. Und dann kommt automatisch dort der Strom an und dann verteilt sich von dort aus dann eben dieses Stromnetz. Ei, caramba. Warte mal. Kein Platz. Ansonsten musst du halt eine ewig lange Karawane von Windrädern bis nach unten ziehen, damit das irgendwie vom Netz her funktioniert. Jetzt die Frage, jetzt habe ich hier eine volle Mülldeponie. Muss ich die jetzt einfach einmal abreißen? Kann ich die einfach abreißen und neu bauen? Also entweder baust du eine neue oder falls du noch irgendwo eine hast, die leer ist und sagst, verteilen, dann wird es einfach umgeschichtet. Stimmt, das geht ja auch noch. Hickaboo. Tja, dann wird hier wohl wieder gebulldozert, nicht? Später kriegst du dann halt noch Müllverbrennungsanlagen dazu, die verbrennen dann halt den Müll und produzieren noch Energie. Ja, die sind mega praktisch. Bulldozer. Da hast du keine Häuser in der Nähe bauen, sonst beschweren sich die Leute, dass es stinkt. Beschweren sich auch so schon. Oh, ich bin im Mega-Minus, ja gut. Mastermind. Ja gut. Bulldozer. Was ist das mit Megatown? Geht die Stadt vor die Hunde? Verbrennt sich der Bürgermeister auf offener Straße?
Spontane Selbstentzündung. Kreisverkehr. Die Lösung für alle Probleme, Kreisverkehr. Ja. Bei City Skylines leider ja. Kreisverkehr. Kreisverkehr. Mach die Stadt einfach zu einem riesigen Kreisverkehr und alles ist super. Ich find's gerade geil, wie ich einfach nur übertrieben ins Minus gehe. Machst du denn? Ich habe keine Ahnung. Von jetzt auf gleich. Ihnen geht das Geld aus. Ja, ich habe keine Ahnung, warum. Von jetzt auf gleich wächst mein Minus kontinuierlich. Ja, du musst ja scheinbar irgendwas abgebaut haben oder gebaut haben, was entweder... Ich habe eine Straße gebaut. Das sind wahrscheinlich jetzt die ganzen... Die Straße war zu oder teuer. Die Windräder auf einmal. Ja gut, wenn du eine Menge auf einmal hingebaut hast, dann ballert er ja halt. Oh, das muss ich hinterher irgendwie schon Strom. Hätten Sie nicht Lust, einen Kredit aufzunehmen? Nö. Aber unsere Kredite sind gut. Da sollen die Leute mal lieber ausziehen, das geht schon wieder hoch. Haben die ihre Geldbeutel sieht verloren? Aus. Ja, jetzt ist natürlich hier überall das Müllproblem. Was ist denn jetzt eure Sorge hier? Ey, pack den Bulldozer weg. Kranke Bürger, ihr habt ein... Alter, ihr habt ein Center. Ein Krankenhaus hier und glaube ich hier ist noch irgendwo eins. Literally right beside you. Da. Get on your level. Stell doch nicht so an. Ist nur ein Schnupfen. Ja gut, es wird wohl wieder ein Darlehen sein. Dank der Stromkrise. Nehmen wir das hier. Passt. Ich brauche noch einen zweiten Müllplatz, leider. Ah, geil. Ist das jetzt hier das neue Gimmick jetzt? Von jetzt auf gleich werden alle krank? What the fuck? Das nennt sich Grippe. Das soll sich mal nicht so anstellen. So. Zweiter Müllhaufen. Müllhaufen, wollte ich gerade sagen. Andere Einrichtung. So. Ich auch Müllverbrennungsanlagen oder hast du nicht? Habe ich noch nicht. Welche? Müllplätzen und Friedhöfe sind immer so das Problem, die werden ja irgendwann voll, ne? Ja, ich weiß. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Ja, das ja, ist dann jetzt sollen die Leute halt mal aufhören zu sterben, die Pussys. Ich finde es jetzt nur halt geil, dass jetzt hier überall kranke Leute auf einmal sind. Naja, Krankheiten verbreiten sich. Pussys. Meine Güte. Kommen wir jetzt langsam aus dem Minus raus oder wird es immer, schlimmer? It gets worse. Du brauchst was, was Geld macht. Ja, ich... Gebäude leert sich ja gut. Das ist. Was macht denn bei City Skylines nochmal Geld? Bürger steuern? Kannst ja die Steuern annehmen. Na, heulen die wieder rum. Ich hab die jetzt schon gerade an so einem Punkt eigentlich. Sonst warte mal, ich kann mal. Man kann es doch mal wieder ein bisschen antesten. Um ein. Guck doch mal auf die Tweets. Vielleicht sagen sie ja bei den Tweets was. Halt die Fresse. Weißt du? Oh nee, diese Tweets regen mich so sehr auf. Manchmal helfen sie ja. Das ist die dritte Magen-Darm-Grippe im Monat. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Meine Güte, hör auf, alte Schrimps zu fressen. Meine Güte. Those people. Die dritte Magen-Darm-Grippe? Der Typ soll erstmal 4 Monate lang mit konstanter Magen-Darm-Grippe leben. Dann reden wir weiter. Yep. What the fuck? Warte mal. Hier ist ein Verstorbener. In der Oberschule? Okay. Okay, das ist nicht cool. Und so, liebe Kinder, wurde Shadow zum Influencer und alle starben. Wo ist das andere Krankenhaus? 2021, hey Silvester, Ich hab doch hier irgendwo ein Dings gehabt. Hier ist ein Friedhof. Meine Güte, schlieb das Kind dahin. Oder was auch immer das ist.
der Friedhof ist noch nicht voll. Nee, nee. Das ist cool. Lol. Die gesamte Stadt ist krank. Also fast die gesamte, außer das Industriegebiet, da arbeiten offenbar Maschinen. Und die Leute sind zu dämlich, mal in die Krankenhäuser zu gehen, die existieren. Wahrscheinlich staut sich alles auf den Straßen. Bauen Sie mehr Wohngebiete. I literally can't, you daft cunt. Die gehen hier jetzt alle drauf, what the fuck? Naja, wo Platz frei wird, können Leute einziehen. Was ist denn deine Sorge jetzt? Kranke Bürger? Ja, nee, wirklich. Es sind hier Krankenhäuser, you daft twats. Was soll ich denn machen? Ich hab Krankenhäuser. Ich hab so viele. Da ist eins. Ne, warte, wo sind denn jetzt alle? Ich hab doch hier mehr gehabt als nur die. Das hier hatte ich. Hier ist eins. Da ist eins. Okay, hier unten hatte ich jetzt noch keins, aber. Ja, ne? Ja, das war meine Map wohl. Das, ich mach immer noch weiter Minus. Ja, wow, mein Minus frisst sich jetzt sogar durch mein Darlehen. Das Einzige, was wir von dem Darlehen gekauft haben, war diese Müllhalde hier. Literally nothing left. So. Also ich glaube, ich kann sein, dass ich mich da irre, aber ich glaube, Leute werden in City Skylines auch krank, wenn da zu viel hier Industrie ist in Bezug auf Kohlekraftwerke und sowas. I have literally one Kohlekraftwerk. Und das ist im Industriegebiet am Arsch der Heide. Und der Rest meiner Menschen. Ich verstehe es nicht. Aber Vivi, wir sind das Ruhrgebiet. Wir sind das Ruhrgebiet. Also Lärm kann zum Beispiel halt auch krank machen, aber bei dir ist es jetzt, glaube ich, wirklich nur so ein Ansteckungsfall. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Es sind fucking Krankenhäuser da, das weiß ich. Ja gut, dann gibt's wahrscheinlich nicht genug Krankenwegen. Ja, kann ich das irgendwo... Warte mal. Oder die Straßen sind halt so überladen, dass sie nicht durchkommen. Naja, so das passt wohl, wie das aussieht. Bankrottalarm! Wow. Ja, hab ich. Ja, dann, ja, hab ich dann machen Wahl. Wir gleich nochmal... Keine Wahl hier. Mach mal gleich mal eine neue Stadt, wa? Ja, werde ich müssen wohl. Die, ja. Oh mein Gott, hört gefällig... Warte, ich stell die jetzt mal ab, das geht mir echt auf den Sack. Diese fucking Tweets, diese wertlosen, belanglosen Tweets. So, das geht mir so auf den Sack. Ständig... Ich das nachvollziehen kann. Ständig denselben fucking Tweet. Meine Güte! Kaufen Sie neues Land! Ich bin im Minus, you twat! Ich hab mit ne? Bitte. Wenn ich das Budget vom Strom runtersetze, haben die Leute keinen Strom! So, warum? Mein Gut, stellen wir es runter, die Leute sterben sowieso. They die anyway. Also können sie auch im Dunkeln sterben, dann nerven sie mich wenigstens nicht. So, Budget ist unten, jetzt können sie im Dunkeln krepieren. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Problem, ich hätte zu gerne mal zu Anfang ein Tutorial gehabt, damit du wenigstens so die Basics davon verstehst. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, da passieren Sachen, wo du gar nicht beeinflussen kannst. I don't get... Ja, hier brennt jetzt ein Auto. Ja, Quatsch, ein Auto. Ein Fahrzeug, weißt du was? Ich mach euch... Ich nehm euch die Arbeit ab. Ich reiß es ab. So. Es kann nicht brennen, wenn es nicht existiert. Ach, jetzt sind euch die Steuern zu hoch. Jetzt sind euch die fucking... Es wurden die Steuern nicht mal erhöht.
und euch sind die fucking Steuern zu hoch und ihr sterbt trotzdem alle. I don't get it. Ja, jetzt... Nee, ihr seid immer noch alle krank. Friedhöfe benötigt. Ja. Alle sind tot, was? Hier ist ein Friedhof, aber wisst ihr was? Komm, bauen wir noch mehr Friedhöfe. Kost, why not? Direkt neben die Mülldeponie. So. Keine Ahnung. Eigentlich warte ich gerade nur darauf, dass alle Leute krepieren hier. Und ich, weil ich keine Ahnung habe, was ich dagegen machen soll. Ich kann nicht noch mehr Dings aufnehmen. Ich kann nicht noch mehr Krankenhäuser bauen. Ich soll alle Gebäude mit Kranken oder Toten bulldozen? Das ist fast meine gesamte Stadt. Dann kann ich auch die gesamte Stadt in die Tonne schmeißen und neu anfangen. Ich glaube, das musst du gleich sowieso, wenn das so weitergeht. Ich hab keine Ahnung, warum. Auch euch ist die Miete zu hoch. Weißt du was? Dann fuck right off. Sterb auf der Straße, aber sterb langsam. Meine Güte. Ich tue euch einen Gefallen, wenn euch die Miete zu hoch... Ich habe die Miete nicht mal erhöht. Was ist denn jetzt euer Problem? Ja gut, je nachdem, was für eine Baustufe die jeweiligen Häuser annehmen, haben sie ja dann ihre eigenen WWchen. Och. Ich habe keine Ahnung. Wie mit diesem reichen Pinkel, den du da bei der ersten Session gehabt hast, der die ganze Zeit rumgequäkt hat. Ja. Ja, die Leute sind allesamt des Todes. Weißt du, ich mach mal ein bisschen schneller, dann können sie schneller sterben. Bringt eure Toten raus. Bringt eure Toten. Oh, ein Tweet, lass mich raten. Was über Strom? Nee, okay, gut. Hätte mich ja gewundert. Ja, mein Einkommen sinkt, obwohl ich literally nichts tue. Oh, fucking hell, nein. Obwohl ich sag, jetzt geht's langsam wieder hoch. Ich weiß nicht, entweder krepieren Leute oder... Zweifelsfall dann mal gucken, dass du von irgendwas Nebensächlichen, wo du gerade nicht so wirklich brauchst, das Budget runterfährst. Vielleicht ein bisschen weniger bei Bussen oder so. Ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn die halbe Stadt am Krepieren ist, fährt keiner Bus. So. Eigentlich gibt es hier sowieso nichts mehr zu retten, also von daher. Rip everything. Ja, ich guck jetzt mal zu, wie die Stadt stirbt. Ich hab mehrere Friedhöfe. Der hier ist nicht mal voll. Aber trotzdem irgendwie nur Tote. Ihnen geht das Geld aus. How about you fuck right off? Ja, jetzt geht mein Minus wieder hoch und ich verstehe immer noch nicht warum. Kraftwerk, 9 Stunden im Büro. Och, fick dich doch. Mann, wie viel ist maximales Minus, was man erreichen darf? Werden wir bald raus. Schlechte Gesundheit. Ihre Bürger fühlen sich schlecht. Nee, sind einfach nur ein Haufen Pussys. Mehr medizinische Einrichtung. Mit welchem Geldspiel? Ich glaube, ich weiß sogar, was das Problem eventuell auch noch sein könnte. Bitte, sag's mir. Spiel will's mir nicht sagen. Du hast die ganzen Windräder in die Wohngebiete reingehauen. Die Dinger machen Lärm wie Sau. Machen die Kunden, die ganzen Bürger unglücklich. Your point being? Ja, kannst du schlafen, wenn die ganze Zeit da so ein... ist das mein Problem? Habe ich mich entschlossen, in einem Windkraftwerk zu wohnen? Oder habe ich mich entschlossen, wie ein Höhlenmensch zu wohnen? Naja, aber du hast gefragt, woran es liegen könnte. Er gab dir eine Antwort. Vor allem, es war die ganze Zeit okay. Und jetzt auf einmal sagen sie sich, nö. Wir wollen keine grüne Energie mehr. Gib uns Gas. Wenn ich jetzt 10 Wochen lang auf Anschlag aufdrehen würde... Das irgendwie vor 10 Minuten irgendwann abgerissen hat, so eine Straße gebaut hast und seitdem ist alles wieder alles im Bach runter. Ja, ich hab keine Ahnung.
Es ist im Grunde, ja, mein gesamtes Industriegebiet ist jetzt mittlerweile tot. Ja, es ist literally tot, mein Industriegebiet. Die Luft müsste hier, ja, die Luft ist, glaube ich, clean, wa? Die Luft hier ist so fast schon clean, wenn er so weitergeht. Oh, rest in peace me. Ja, das, und die Leute sind immer noch krank. Was passiert, wenn ich euch jetzt einfach so ein dämliches... Ich hab ja nicht mal Geld, um mir ein Krankenhaus zu holen. Weil kein Geld mehr reinkommt. Weil kein Geld mehr reinkommen kann. It literally can't. Ich begreife es nicht. Suche nach einer Wohnung. Ey, zieh woanders hin. Die dritte Magen-Darm-Kette. William Davis, fuck off. Get AIDS and fuck off. Das ist... Ja, ich habe keine Ahnung. Für mich fühlt es sich so an, als wäre da jetzt eine Grippewelle gewesen. Irgendwie, was weiß ich, wie viele Leute bei mir krepiert sind. Hier brennt ein Haus. Komm. Da ist sogar jemand bei krepiert, ja Mensch. Und ich bin irgendwie aktuell immer noch mega im Minus. Ich lasse es jetzt mal so. Vor allem, ich finde es geil. Irgendwie hatte ich jetzt gerade auch noch ein Plus von Leuten. Also es kommen jetzt nicht mehr, jetzt gehen sie wieder. Das ist schon funky. Wie viele Leute da einziehen bei dir? Ja, wahrscheinlich da, wo die Leichen jetzt überall sind. Hier ist ein komplett totes Industriegebiet. Das kann jetzt erstmal dauern. Oh, ist das eine schöne Wohnung. Okay, die Leichen sollten wir vielleicht rausräumen. Nein, nein, nein. Der Vermieter vermietet sie nur mit. Ein Haufen undankbarer Pussys. Oh ja, ich habe ein Haus niedergerissen. Das findet ihr toll, ne? Hab mir schon fast gedacht. Trotzdem sind immer noch alle krank. Ja klar habt ihr keine Mitarbeiter. Es sind ja auch alle mal krank geschrieben. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, hier muss noch abgerissen werden. Naja, immerhin darf ich jetzt mal ordentlich bulldozern. Immerhin etwas. Was ist euer Problem? Ach, ihr habt jetzt... Ach, das sind jetzt auf einmal... Sorry, what? Kranke Bürger. Was ist denn das? Bürger fühlen sich voll... Das ist Lärmbelästigung. Ja, Tatsache. Ja. Ja. Ich habe nur kein Geld, um das irgendwie zu beheben. Also von daher... Well. Das Blödeste ist, das, was ich gebraucht hätte, um es ja mal zu verhindern, das habe ich ja jetzt letztens erst bekommen. Und jetzt habe ich leider nicht mehr das Geld, um sowas zu machen. Oh, wie wäre es, wenn deine fucking Werbung sich woanders hin verpisst? Das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war das nämlich nicht da aus irgendeinem Grund. Und jetzt halten sie es für nötig, irgendwie hier mir Werbung am Kopf zu klatschen. Warum seid ihr jetzt... Die sind immer noch wirklich krank. And shutting the fuck up. Proving that to find what's in your soul, you have to look outside the box. And into another box. Meine Güte, was wollt ihr mit eurem Scheiß Twitter? Zwei Wochen Kopfschmerzen. Hör auf zu, Boy. Get on my level. Holt man sich nass Bett. Echt mal. Leg dich ins Bett and shut the fuck up. Weißt du, das sind solche Leute, ne? Das sind solche Leute, die ziehen auch über den Edeka ein und beschweren sich, wenn morgens hier angeliefert wird. Genau solche Leute sind das. Morgens? Ganzen Tag rüber. Ja, nee, aber das sind solche Leute. I feel that we could talk for...
I feel that we could talk and talk and talk for hours and hours and hours. What do you say? You know how to reach me. It is soon Friday again. You know. Bürger fühlen sich krank. Tja. Oh, well. Ist aber doof. Tja, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das kann man nur mit Geld lösen. In Geld ist mein Geld fließt mir komischerweise immer noch davon. Ich gehe immer noch weiter ins Minus. Der liest den Chat, ja. Ach, hier kann ich wieder bulldozen. Da habe ich das Falsche gebulldozt. Was ist jetzt... Was ist euer Problem, hä? Komm, mach weg hier den Bulldozer. Nicht genügend Kunden. Wir sind alle krank. Alle tot. Nö, das mit den Kranken geht auch immer noch weiter. Ach komm. Kredit aufgenommen, um immer noch im Minus zu sein. Oh Gott. Ja, das ist... ich sehe einfach nur zu, wie eine Stadt am Brennen ist eigentlich. Du ergötzt dich am Elend. Ja, die Stadt hier, das hier brennt auch. Also die Apotheke brennt. Das erinnert mich an einen von meinen Städten, wo ich einen Wasserdampf für Elektrizität gebaut habe und auf einmal habe ich mit Scheißwasser meine ganze Stadt überflutet. Auch nicht schlecht. Ich dachte mir so, ich habe den ganzen Fluss sowieso schon mit einem Fluss aufwärts Abwasser vergiftet. Ha, lass uns das Scheißwasser zu Gold machen, lass uns einen Damm bauen. Hups. Plötzlich war das ganze Scheißwasser in der Stadt. So, jetzt hast du keinen Lärm mehr. Jetzt hol mir nicht ein Ohr voll, wenn du keinen Strom hast. Hast du keine Strom messen? Ich frag seit, was weiß ich, wie vielen Spielstunden, wie die Dinger funktionieren. Leider sagt mir immer niemand, wie die funktionieren, ist das Problem. Ich glaube, du musst die einfach nur in die Nähe von Straßen bauen. Und die machen dann magisch Strom, oder? Ja, ist genauso wie, als ob du in der Nähe halt so einen riesen Flap-Flap bauen würdest. What? Die machen keinen magischen Strom, die liefern funktionierendes Stromnetz A über eine Leitung zu funktionierendem Stromnetz B. Ja. Das haben wir auch schon vorhin mal erklärt, das haben wir auch beim letzten Mal schon mal erklärt. Ich weiß, wie ein fucking Strommast funktioniert. Nur wo ist die Quelle? Wo kommt der Scheiß her? Die Quelle ist dein riesiger Ventilator da. Und das habe ich schon mal gesagt, dass das nicht funktioniert. Dass ich die nicht damit verbinden kann. Du musst einfach nur den Ventilator wohin stellen und dann musst du einen Strommast von blaues Feld Ventilator zu blauem Feld Wohngebiet legen. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Weil jedes Mal, wenn ich das damit verbinden wollte, hat es nicht funktioniert. War denn genug Strom da? Also halt, um das gesamte Stromnetz zu versorgen. Wie gesagt, ich konnte es ja nicht mit dem Ding, mit dem Ventilator da verbinden. Und das ist ja... irgendwie, ne? Weil zum Beispiel bei den Rohren, da ist ja so eine Verbindung, sag ich mal. Gut, die Rohre sind es für mich aber anders, die sind ja unterirdisch. Die Strommessen sind ja oberirdisch. Ja, aber es muss ja trotzdem so ein Connection-Punkt sein. Es muss ja irgendwo so ein Punkt sein, wenn ich das verbinden will. Weil jetzt kann ich es nicht... ach doch, ich kann die Dinger ja machen. Aber wenn ich die versuche, da irgendwie mit zu verbinden... Musst du ja nicht praktisch genau mit dem Ding verbinden, sondern nur auf das blaue Feld. Also alles, was blau, alles, was nicht blau umrandet von der Dingens ist, sondern wenn du den Riesenventilator, sag ich jetzt mal, irgendwo außerhalb hinbaust, dann kommt da drum ja ein blauer Kreis. Ja. Und dieser blaue Kreis, ist praktisch das, wo der Strom erzeugt wird. Und da das verbindest du dann praktisch einfach mit diesen Strommästen, so dass das zu den Häusern hinkommt.
Am Ende brauchst du kein Riesen. Das soll funktionieren? Ja. Du hast ja bei jedem Gebäude eigens schon eine Reichweite für ein funktionierendes Stromnetz. Ja, du musst es halt nur mit der Stromquelle anschließen. Ja, nur ich... Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Weil, wie gesagt, es gibt für mich diesen Connection-Punkt nicht. Der Connection-Punkt ist das blaue Sechseck, was das Windrad erzeugt, wenn du es hinbaust auf dem Boden. Ja, aber wie kommt denn der... Wie... Unterirdisch. Das ist denn auf einmal unter... Das ist eine magische, unterirdische Stromaura. Da werden wir wie über Auras, Leute. Wirklich, ohne Witz, ich will's ja lernen, nur... Ich versuche den Sinn darin zu erkennen. Ich verstehe, wenn die Scheiße funktioniert, er hinterfragt den Sinn. Du hast wie im Endstadium. Ja! Nee! Was soll das denn heißen? Penner! Oh, das gibt wieder Ärger. Außerdem ist es nie schlimm, Dinge zu hinterfragen. Wie ist es denn jetzt hier, das Ding? Ist das schon wieder? Also wie gesagt, du platzierst die Stromleitung nicht praktisch genau an das Windrad, sondern in die Nähe des Windrads. Ja gut, dann weiß ich das jetzt. So wäre ich das verstanden habe. Nur, wie gesagt, das hat für mich null Sinn gemacht. Jetzt müsstest du halt nur die ganzen Windräder außerhalb deiner Stadtplatz. Ja, nee, der Zug ist abgefahren. Also würde es einen Command geben, wie ich einen Meteoriten hier reinkrachen lassen könnte? Ich würde es instant tun. Ich sag mal, ich bin ready für einen Neustart. Du bist ja kurz davor, wieder aus dem Minus zu kommen, ne? Ja, nee. Das Witzige ist, ich glaube, dieses Minus... Ach nee, da. Nee, es geht nämlich wieder runter. Ich glaube, das will mich mit Absicht teasen. Weißt du? Es denkt sich, oh, er hat gemerkt. Oh, scheiße, er kommt bald wieder aus dem Minus. Und, so, und tschüss. Ja, okay, da steigt es wieder. Never mind. Ich hatte gerade Hoffnung, weil es unter 1000 gefallen ist. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe auch gedacht so, oh, the rescue. Und dann so, oh. Gebäude ist nicht leer. Was? Könnt mal aufhören, eure ganzen Rotzfahnen immer. Ne? Hä? Ist nicht leer? Was? Ja, die Leute sind immer noch crank. Wäre das SimCity, könnte ich wirklich Meteoriten einschlagen lassen. Oh, ich würde das gerade so gerne tun. Am besten genau hier ins Pussyviertel. Pussyviertel. Was ist denn jetzt euer Problem? Geringer Bodenrichtwert? Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Bodenrichtwert? Hä? Was wollt ihr? Geringer Bodenrichtwert. Wenn nicht genug getan wird, wird das Gebäude schließlich verlassen werden. Ach so. Ja. Gut. Ja, hier hat gerade noch was gestanden. 2 Sekunden später steht was Neues. Ach ja, da gab's ja dieses DLC. Naturkatastrophen. Ja, ich glaube langsam echt ein Neustart wäre wirklich... Ich meine, wenn ich so weitermache, habe ich hier Raccoon City. Wahrscheinlich habe ich's... Wahrscheinlich ist es hier schon mittlerweile Raccoon City, nur als... ja, jeder hat Magen-Darm-Grippe und jeder hat ein anderes Wehwehchen. Hey, Spaß nicht mit Magen-Darm-Grippe, das tut weh. Ich weiß. Ich habe da auch keinen Spaß dran. Vor allem, ich würde noch mal zu gern wissen, woher kommt das, dass das Minus zu manchen Zeiten so hoch geht und wieder runter, wenn ich dann nichts mache. Das sei noch nicht so. Ja, weil du wahrscheinlich mehr Leute hast in der Stadt, die mehr Steuern zahlen. Und dann ziehen sie wieder aus. Na, so das Ding, die Leute, die krank sind, gehen nicht auf Arbeit, da fehlt ja das Einkommen. Ja Mensch, aber ich meine, wenn die Stadt sowieso hier, ne, am krepieren ist, ich meine, da können wir sie auch nochmal richtig schön piesacken. Steuern auf 29%. Oh je. Yeah. So, dann können wir die Leute auch nochmal schön richtig piesacken hier, ne? Können wir die Leute mal richtig auf den Sack gehen, so was können wir noch machen?
Jetzt tritt er nochmal nach. Ja, nee, jetzt ist hier. Jetzt ist. Wir stehen so, Alter, sowieso vorm Leuchter. 9000 plus, 12000 plus. Ja, guck mal! Jesus. Ja, guck mal! Guck mal, wie das Geld. Weißt du, jetzt bootet er seine Stadt wie sonst was. Guck mal, wie das Geld rollt. Der Rubel rollt. Jetzt mal, du vertreibst jetzt jeden, der hier wohnt. Setzt die Steuern wieder runter, wartest auf die nächste Charge, oder wie? Ja. Oh mein Gott, aber die Leute hauen auch ab bis zum Erbrechen. Oh, also ich glaube, meine Güte. Ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Oh. Aber er war stets motiviert. Abspringen, abspringen! Oh, da war. Das war gerade Mad Cash, yo. Und schon kommen sie wieder alle wieder. Was sind das für Arschgeigen? Weißt du? Nö, das ist uns zu teuer. Weißt du, aber kaum in der Sekunde, wo es wieder günstiger wird, sind sie alle wieder da. Ey, was sind das für Arschgeigen? Ja, würdest du in einer Stadt, wo für mehrere Monate wohnen, wo du einfach, weiß ich nicht, 2000 Euro Steuern zahlen müsstest? Ja, ich meine, ich würde es nicht tun. Aber ich find's halt nur krass, wie schnell das umspringt. Ja, also so ein paar Kranke sind auch weg. Ah ne, die sind wahrscheinlich nicht mit umgezogen. Die haben sich gedacht, oh fuck. Das Schlimme ist, ich habe, glaube ich, jetzt gerade ein neues Hoch an Bevölkerung hier, was ich nicht verstehen kann. Du bist genauso da, wo du auf. Ja, warst du bei 5500 knapp? Ja, du warst so bei 5300, das gerade auf 400 umgesprungen ist und dann hast du halt die Steuern angehoben, alles ist runtergegangen und dann wieder hochgegangen. Also du wärst wahrscheinlich genauso vorher auch jetzt bei 5500. Ja, selbst wenn ich jetzt hier ein Dings nehme, komme ich ja nicht aus meinem Minus. Also ja. Rippfischmarkt. Ja, stimmt. Und nochmal. Ja, Rin-Mei-Mei sieht das ganz richtig. Direkt nochmal die Steuern erhöhen. Und hier entsteht bald neue Fischmarkt. Ja, ich meine. Wir können ja mal gucken, wie weit wir das ausreizen können. Warum machst du das nur bei den normalen Häusern? Hau doch auch bei den. Good point. Weißt du, Friedhöfe werden überbewertet. Ja. Du hast recht, Hol. Bulldozer! Legt sie auf den Acker, gibt gut Bio. Bulldozer! Ich kann das nicht wegbulldozern. Wieso kann ich das nicht wegbulldozern? Ich will das mal wegbulldozern. Gebäude ist nicht leer. Ja, macht doch nichts. Bulldozer weg. Als ob ein Bulldozer sowas interessieren würde. Ja gut, ja, it was a try. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir die Stadt ja wieder leer. Definitiv. Ja, doch, die hauen in Summen ab. Oh, seid ihr stinkig. Ihr könnt ja eure Magen-Darm-Grippe nehmen und in die Nachbarstadt ziehen. You little fucks. Bin gleich wieder da. Jo. Ich will eine Ruine sehen. Ich will auf den Staub der Leute sehen können. Oh Gott. Was schreibt ihr denn? Stinkt euer Leitungswasser? Nee, das bist du, geh duschen. Wie viel Strom die sich herrscht. Feuerwehr? Wir haben noch eine Feuerwehr? Halt! Feuerwehr? Das... Nee, Feuerwehr gibt's hier nicht. Nee, Feuerwehr habe ich nicht gehört. Das muss ein Irrtum sein. So, wo brennt's denn noch? Kann man Feuer legen? Nach dem Motto, burn this shit to ashes. Mein, so ein paar Leute denken sich auch noch, oh Mann,
Oh Mann. Ja, doch, wir haben bald den letzten weg. Und dann sehen wir auf eine Ruine herab. Hier ist das letzte Licht. Hier sind noch so ein paar. Ich frag mich echt, was das absolute Minus ist, bevor das Spiel wirklich sagt, hey, Game Over 100.000. Hey, Kumpel, lass gut sein. Du bist so, wieso sind die jetzt fröhlich gewesen? Weil wieso, du eine Ruine abgerissen hast. Und wieso ziehen jetzt hier wieder Leute zu, was? Oh, das ist aber ein schönes Viertel. Ach, wie viel kostet die Miete im Monat? 30.000? Ja, Mensch, ist doch schön. Aber dafür hast du keine Nachbarn. Du hast überhaupt keine Nachbarn. Du hast nichts. You got nothing. Alles, was das Licht berührt, wird alles Tagestier gehören. Auch dieser Friedhof da hinten. Warum kommen noch Leute dazu? Ja, okay, mein Minus erreicht. Ja, das ist die zweite Frage, ja, wie du meinst. Was ist das Minus, was ich erreichen kann? Oh Gott. Ich meine, ich bin jetzt schon bei 100.000 mittlerweile. Und ich glaube, ein Darlehen ist immer noch bei mir. Der eine Darlehen, der ist immer noch nicht. Der wird immer schlimmer. Wahrscheinlich, wenn der wieder voll ist, die verbleibende Zahlung, ich schätze mal, dann sagt das Spiel, you know what, you fucked up. Ich mach das blaue Flakonviertel dafür verantwortlich. Haufen Schwachköpfe. Na, was habt ihr zu sagen? Ach, nichts, ja, dafür müsste jemand hier wohnen. Ach so, Blue Flakon, ich dachte Blue Falcon. Ja, ich habe aus Versehen Blue Flakon geschrieben. Come on. Ich möchte wenigstens mal den Game Over Screen sehen. Wenigstens etwas möchte ich heute mal erreicht haben. Nee. Ihnen geht das Geld aus, wie wäre irgendwie, als wenn sie sich hier noch mehr Schulden reinstürzen. Ja, echt mal. Ihre Bürger sind unzufrieden. Das ist mir so scheißegal, was mit denen ist. Jetzt geht die City Skylines bei dir, muss ich an meinen super, mega, Kreisverkehr denken. Circle City. Guter Punkt. Wenn ich jetzt meine Steuern wieder, also alle Steuern wieder runtersetze. Wenn ich jetzt einen Kreisverkehr mache. Wenn ich jetzt einen Kreisverkehr mache. Oh Gott. Mal gucken, wie viele dann. Ey, ich spiele gerade mit den Leuten. Und schon ist wieder hier auf Happy. Das Schlimmste, was in der Stadt passieren kann, diese zwei Psychopathen im Vorstand. Weißt du, jetzt ziehen die Leute so langsam, aber sicher in diese Ruinen hier ein. Das ist eine schöne Stadt. Was ist eigentlich mit den letzten Bewohnern passiert? Dinge. Herr Ryder, vielen Dank für den Sub. Oh, hi, Mark. Ja, wieso ziehen die? Ja, das geht sogar. Das ist mein Trippelverkehr du Kreis. Ah, der Klassiker, kenne ich. Trippelverkehr du Kreis? Kreisverkehr an Kreisverkehr an Kreisverkehr, oder was? Ja. Ja, da kannst du auch die diversesten Kreisverkehre sogar aus dem Workshop ziehen. Das habe ich selbst gebaut, das Ding. Trotzdem noch schlechte Gesundheit, was? Echt jetzt? Ich schmeiß das doch rein. Sind jetzt dieselben Magen-Darm-Leute wieder eingezogen, oder was? Ich bin jetzt schon mittlerweile in einem Minus von 200.000. Ich habe mich erfolgreich totgeschoben. Also, man darf mich korrigieren, aber ich glaube, es geht bis minus 1 Million. Ernsthaft, das Spiel sagt so, oh, du schaffst das noch. Also, ich glaube, irgendwie im Millionenbereich. Ich bin mir aber echt unsicher. Ich meine... Ach schade, Terraforming kostet Geld. Und er lässt dann ja nichts machen ohne Geld. Sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, wisst ihr was? Ihr versinkt jetzt, tschüss. Und weg sind sie. Okay, fuck this. Spiel verlassen. Zum Hauptmenü. Wir fangen neu an. Ihr habt nichts gesehen.